Gesetzt habe ich meine Mango im Juni. Mittlerweile ist sie schön gewachsen und da oben kann man sehen, da treibt auch schon wieder etwas Neues aus. Ich lasse sie noch ein Stückchen weiter wachsen. Die ist die ganze Zeit hier gestanden. Wo wir den warmen Sommer hatten, habe ich sie den Tag durch rausgestellt. Sie hatte Sonne und über die Nacht habe ich sie dann wieder reingenommen. Wasser habe ich nur ganz wenig gegeben, sodass immer leicht trocken geblieben ist. Nur ganz wenig. So sieht man, hier ist auch nicht wirklich viel Feucht jetzt. Also auch so jetzt. Ich tue nicht allzu feucht halten mit dieser Pflanze. Ja. Und zwar ist der jetzt mittlerweile schon knapp so um die 28 cm hoch, 27. He? Ist eigentlich alles wunderbar. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist die Erde. Da habe ich irgendwie offenbar einen Fehler gemacht. Ich habe das Gefühl hatte, ich tue ein Schindeli oben drauf, solche geschnittene Sachen von Holzabfällen von draussen, he, wo Bäume geschnitten worden sind, Gestrüpp. Und ich wollte das als Dekomaterial verwenden, aber irgendwie hatte ich den Eindruck, dass von dem jetzt, weil es auch immer wieder kleine Fliegen herum hatten, dass von dem jetzt Viecher in die Wohnung drin sind. Und auch wenn es gut wächst, bin ich vorsichtig. Ich werde jetzt hier den grössten Teil, ich habe es schon mal gemacht, darum ist jetzt hier etwas anderes zur Deko drauf. Das ist richtiges Moos, kann man sagen. Da, ich weiß nicht genau, wie es heisst, Flechten oder Moos auch. Oder? Da hinten hat es noch Moos. Vom Wald von draussen mit ein paar Steinen. Da hat es sogar noch Versteinerungen drauf, die ich gefunden habe. So spezielle, aus einem geologischen speziellen Projekt, wo ich mal ein geologisches Wandervideo gemacht habe. Und jetzt werde ich hier den grossen Teil von dieser Erde rausnehmen. Den Hauptkern und alles schaue ich ein bisschen an, aber das lasse ich dann zusammen mit der Erde und werde hier andere Erde verwenden. Und zwar habe ich hier vor, ich werde das spezielle Zitruspflanzenerde nochmal verwenden. Und am Schluss liege ich die unten durch am Boden noch ein Substrat reinmachen, das ich nehme. Wo das Wasser speichert, von dem Ceramis-Substrat, weil das lange Wasser speichert, das will ich unten machen, weil die Murzeln nach oben gehen. He? Und oben werde ich das Ganze auch wieder mit Ceramis überdecken. Ich will damit vermeiden, weil ich habe festgestellt, dass es ab und zu leicht wie ein Schimmel bekommen hat. Irgendetwas hat es ausgesehen wie ein Faden von Spinnen und so. Ja, und das werde ich auch entfernen. He? Vom Mangokern sieht man hier, ist nicht mehr allzu viel übrig. He? Man kann auch sehen, dass er nicht mehr wirklich richtig fest ist. Und hier oben auch nicht. Darum habe ich mich entschieden, man kann ihn wegzunehmen jetzt. Weil man sieht, irgendwie sieht es so aus, als wenn er würde anfangen gammeln. Und das wäre schlecht, dass die Pflanze vielleicht eher noch eingeht. Von unten verfault. Und darum nehme ich den Rest noch weg. Ganz wichtig ist nachher sicher bei meiner Pflanze, dass er nicht tiefer reinpflanzt als er ist. Man sieht ja, da ist der Kern gesehen. Der ist hier so auf der Seite rausgekommen. Und die Wurzeln ist nach oben. Und das ist auch noch schnell interessant zu zeigen. Wenn wir die Wurzeln anschauen, wie lang die Wurzeln ist. Jetzt ist sie hier. Wie man sieht, sie ist jetzt eher auch so flach geworden. Und sie geht auseinander und ist ziemlich lang, also die Wurzeln hat eine rechte Länge. Das ist das Substrat, das ich am Anfang verwendet habe, extra am Boden unten, weil das Wasser durchlässig ist, dass es da keine Staunässe gibt und es eben auch die Wurzeln kaputt gehen können. Hier haben wir noch einen Teil Reste vom Mango, der nicht weggekommen ist. Und eben das ist das, was ich meine, aber ich habe mich jetzt anders noch entschieden. Noch. Nicht wegen Wasserspeicher, sondern Durchlässigkeit, weil das ja so gut gewachsen ist, wie es jetzt ist. Die Wurzeln sehen auch relativ gut aus. Noch, ich lasse unten jetzt das Substrat, fülle zwischen dem Substrat
Und dem oberen Teil, die Wurzel muss ich noch ein bisschen einbuddeln, die ist in diesem Bereich ist sie ein bisschen hart. Tue ich nachher ein Ceramis oben drauf, dass im Bereich oben die Feuchtigkeit drinnen kann bleiben und nach oben abläuft das, was Rest ist. Und der Rest, so, das ist jetzt meine Theorie, he, dass der Rest nachher, der unten sich sammelt in diesem Substrat, wie es durchfließt, das Ceramis kann von unten noch aufholen, wenn der Bruch, die Wurzeln noch so, oder? Also, mache ich das jetzt einmal. He. Prima. Ich habe hier das Ceramis-Substrat. Hier habe ich diese spezielle Zitruspflanzenerde. Hier drin ist noch das andere Substrat. Jetzt werden sich manche fragen, ist das wahnsinnig, so viele verschiedene Sachen zu verwenden? Es geht doch einfacher. Tja, einfacher jeder. Ich habe jetzt mir die Überlegung bei dem gemacht. Draussen in der Natur gibt es auch verschiedene Erdschichten, oder? Verschiedene Bodenstrukturen. Und ich wähle jetzt einfach das genau mal so aus und probiere etwas aus. Klar, das gibt es nicht so einfach und das auch nicht, aber auf dem, wo man kaufen kann, stelle ich jetzt meinen eigenen Boden her. Was ich mir auch noch entschieden habe vorher ist, ich habe dort Wurzeln etwa um die Hälfte knapp gekürzt noch, dass sie nicht mehr ganz so lang ist. Das soll ja mal einmal eine kleinere Mangopflanze werden. Die möchte ich dann hier auch irgendwie ein bisschen in der Mitte haben vom Ganzen. Das da hier, dass das da in der Mitte ist, da der Stamm, sagen wir einmal, vom Mangobaum. Das da schön vorsichtig zumachen. Dann tue ich das hier jetzt mit der ersten Schicht vom Zitrusbaum, also mit der Zitruspflanzenerde bedecken, wo eben auch speziell Nährstoffsachen und so weiter, weiß auch gut, was alles drin ist. Mir hat man ja gesagt einmal, auch düngermässig, Hans was heiri, wenige Prozent machen einen Dünger aus, sonst sind überall der gleiche. Ja, das gleiche drin, ich sage jetzt nichts anderes. Und deswegen wird der Rest hier sowieso mit Dünger laufen. Ich werde am Anfang jetzt aber noch nicht gross düngen müssen. Ja, weil ich denke, mit diesen verschiedenen Erdsachen, weil das auch schon so gut gewachsen ist, kommt das gut. Zu viel Düngen bedeutet auch zu viel Wachsen. He? Und bei einem kleinen Bäumchen, wo das geben soll, habe ich es ja nicht eilig. Das muss ja nicht wirklich schnell wachsen. He? So, den Rest noch rein. Ich habe das jetzt einfach mal prima mal Handgelenk Daumen ausgewählt. Weil man sagt ja so, bei diesem Ceramis-Substrat tust du den Wurzelballen in der Erde und ringsum und unten drunter alles mit Ceramis nochmal befüllen. He? Ich habe jetzt das nicht ganz so gemacht. Ich mache es jetzt mal anders, vielleicht riskiere ich auch, dass sie eingeht. Aber eben, was versuchen wir einfach einmal. So, dazwischen innen, he? Die Erde. Ein paar Wurzeln sind noch da oben. Aber die Hauptwurzeln die sind unten drunter. Der Rest jetzt, wie gesagt, da kommt das Ceramis-Substrat rein. Da kann man das so schön verteilen. Ist natürlich nicht super, super schlau, oder? Eben genau, weil wenn man es wieder umtopft oder umpflanzen will und rausnimmt, dann vermischt sich das und dann hat man ja, ein Durcheinander. Aber eben, das spielt ja eigentlich keine Rolle, weil draußen ist das ja genau so. He? So. Nicht schlecht, he? Ich habe es nicht einmal abgemessen. Ich habe einfach ein bisschen etwas genommen. Das kleine Säckchen ist noch der Rest vom kleinen, den ich mal gekauft habe. Aber es sieht so aus. Hier muss noch ein bisschen mehr drauf. He? Die Wurzeln war bis hier drunter, der Stamm. Und dann, wenn ich noch ein bisschen Wasser reinmache, sinkt es auch noch ein bisschen ab. Also tue ich das noch mehr bis da oben füllen, knapp, weil hier sieht man ja, ich will etwas auch noch raussprießen, ich will das ja nicht riskieren. Und dann sieht dann das so aus. Gut, und wenn das nächste Mal mehr wächst, mehr passiert, ja, dann ist das hinten dran im Video wieder. Mein allererstes Mango-Projekt, mal einmal mehr anschauen, das hat eher
eben die Blätter, die so aussehen. Und hier oben im Spitz, da tut sich auch etwas. He? Kann man hier schön beobachten. Da gibt es einen Haufen. Also es sind irgendwie gerade vier Blätter. He? Ein bisschen grösseres, weniger grössere. Unten auch. Es sieht aus, als wenn sich hier verzwickt in einen Haufen verschiedene. Nicht mehr wunder, was da passiert. He? Das ist interessant anzuschauen. Das hat sich bis jetzt noch bei keiner so sich entwickelt. Warten wir ab, was da geht. He? Hier, wo wir gesehen haben, dass es viele verschiedene Blättchen gegeben hat, hat sich eins grösser entwickelt. He? Mal schauen, ob noch mehr kommen oder ob das irgendeine Strategie ist, möglichst viele Blättchen wachsen zu lassen und dann überlebt eins davon. He? Ja, warten wir mal ab, was da so passiert. He? Das ist schon richtig gut gewachsen. He? Und hier ein zweites, das sich vergrössert. Und was da sonst noch so passiert da dran, he? Wie wenn das ein Haufen verschiedene Wurzeln wären. Sieht interessant aus, da, was man da so sieht, he? Da oben sieht man bereits schon wieder neu auserwachsen, he? Das Blatt nebendran ist auch schon ziemlich gewachsen. Aber warum ich das jetzt eigentlich zeige, ist eher ist das hier, ne? Das Blatt ist wahnsinnig megamäßig gewachsen. He? Das ist das grösste Blatt von der ganzen Pflanze hier. He? Unglaublich gross ist das gewachsen. Ziemlich interessant, das zu sehen, dass hier plötzlich eine andere Größe von Blatt entsteht. He? Ja, schauen wir mal weiter. He? Hier raufgehen und ein bisschen schauen. Immer wieder die Sachen rausgekommen, die dann abgestorben sind. Das haben wir hier auch. Und vor allem hier ganz oben, wo sich es irgendwie wie neu verzweigen tut. Da sehen wir auch, dass der links dicker ist geworden als die bis jetzt. Und hier innen kommt auch wieder etwas Neues raus. He? Und ja. Das ist eben der, wo das Blatt so lang gewachsen ist. Es ist noch im Moment ein bisschen hell. He? Das kommt auch langsam. Ja, wunderbar. Möchte ich euch einmal zeigen, wie weit das man den austrocknen lassen darf. He? Beziehungsweise wie weit ich ihn austrocknen lassen habe und der das verdreht. He? Hier jetzt nämlich, ihr hört schon und ihr seht auch, das ist richtig körnig, das Substrat. Das ist richtig vorzutrocken. He? Jetzt bekommt es langsam wieder Farbe über hier unten. He? Ja. So, ihr seht, he? Hier im unteren Bereich. Ja, da sehen wir es mal so. He? Ich weiß es halt auch nicht, was ich da gemacht habe. ja, das gefällt mir jetzt irgendwie nicht gerade so ganz, obwohl er ja eigentlich gut wächst. Jetzt bin ich gerade am überlegen, ob ich soll den komplett in Ceramizine machen soll. Ich immer Wasser eingefüllt habe, darum habe ich hier nie viel Wasser eingefüllt und das hat dem gut getan. He? Hätte ich zu viel eingefüllt, wäre das wohl zur Staunässe gekommen. Und wenn ich eben nie viel Wasser gegeben habe oder immer einen Schluck reingegeben habe, hätte das nicht zur Staunässe kommen können. Also, das bedeutet, den tue ich jetzt nochmal rausnehmen, komplett putzen und ja, nur hier in das Ceramis-Substrat reinmachen. He? Das ist die älteste Pflanze, die ich habe. Ich will mal schauen. Also, es ist draußen. He? Jetzt kann man hier auch schon sehen, dass dann das hier ziemlich
gebrochen ist. He? Da sieht man, he? Was der für eine lange Wurzel schon gemacht hat. Ich tue hier jetzt bei der Wurzel gerade noch ein bisschen einkürzen. He? Vorher tue ich ihn gerade noch schnell mehr ausspielen. Den Erdreich wegnehmen und gleich feucht halten, damit ich die Wurzeln austrockne. Mache ich das schnell. Prima, jetzt hat die also mal ausgespielt. He? Jetzt kann man hier ganz gut das Wurzelreich hier erkennen, he, wie das aussieht. Wir haben hier die Mittelwurzeln, also beziehungsweise die Pfahlwurzeln und ein paar Nebenwurzeln. Hier tue ich jetzt an dieser Pfahlwurzel, hier schneide ich gerade die Nebenwurzel direkt einmal ab. Hier auch. He? So, die habe ich weg. Die hier oben. Und auch weg. Die paar kleinen kann ich noch dran lassen. Die weiter unten im unteren Bereich hier, die lasse ich dran. Die hier auch, die hier auf der Fläche sind, die lasse ich dran. Ich kann jetzt eigentlich nur die im oberen Bereich vom geraden Stamm entfernen wollen. He? Und dann hätten wir die, die hier lang ist. Hier sehen wir auch. Schnell hier runter. He? Hier, die hier unten. He? Das ist immer noch am Wachsen. Das hier da lasse ich. Da, das ist die hier. He? Da haben wir feine, die verzweigen sich. Ja, jetzt gerade überlegen. Da jetzt noch ein paar kleine Nebenwurzeln dran. Da unten. Die schneide ich hier etwa ein paar Zentimeter unten ab. Und lasse noch die Nebenwurzeln dran. He? Nur zum Sagen, ich habe keine Ahnung von diesem Zeugs. Ich gehe hier rein intuitiv noch vor. Ja, da ist auch schon nichts mehr. He? Hier tun wir es auch gerade direkt hier abknicken, bei diesem ganz dunklen Punkt. So. Das ist alles weggekommen. Jawohl, okay. Dann hätten wir das einmal so weit. Dann das auf die Seite stellen, he? Das brauche ich gerade nicht. Ich habe das jetzt so parat, he? Habe das hier ausgespielt und habe jetzt hier zuerst einmal ein normales Ceramissubstrat, das ich reinmache, so quasi als Boden. He? Mal, dass es ein bisschen höher kommt. Ich habe nämlich nicht genug, weil jetzt das eine spontane Überlegung war. Ich nehme dann einfach noch das Substrat, das extra Silikat drin hat, he? Für Palmen. Das war sogar noch Topmarke 2018 gewesen. Und dann tue ich hier jetzt das ganze Wasser. Oder irgendwie so einen Dünger, den ich verwende. Da habe ich jetzt hier nicht ganz so, wie die Angaben vom Hersteller sind, reingemacht mit dem Wasser. Ich will mal zuerst den Boden wässern. So. Jawohl. Jetzt kann man sehen, jetzt steht es hier komplett unter Wasser. He? Jetzt nehmen wir das ganze Pflänzchen mit den Wurzeln. Es ist fast noch etwas zu viel Wurzeln, wenn ich das so anschaue. Aber ich traue mich nicht noch mehr abschneiden. Ich weiß ja nicht, wie das rauskommt. So. Dann kann man das hier so rein tun. Mit den kleinen Wurzeln leicht gegunden. Jetzt tue ich hier das andere Silikatsubstrat wieder. Also, wo Silikat drin sind. Das schön drum verteilen. Das
lasse sie gerade ein bisschen in der Nähe von der Wurzeln. He? So, dann tue ich hier auch gerade noch mal ein bisschen wässern. Das Ganze wird stabiler, wenn es nass ist, oder? Und oben füllen wir jetzt noch den Rest rein. Muss ich dann noch die einen oder anderen Holzstückchen haben. Reste rausfischen. Wenn ich sie gerade sehe. So. Da wird jetzt vermutlich so natürlich nicht heben. He? Da ist auch deutlich weniger weiter unten als vorher, wenn man sehen kann. Weil der Stamm jetzt nicht mehr im Wasser bzw. unten in der Erde drin ist. He? Ja. Ich bin gerade ein bisschen unruhig so. Das heisst, ich habe immer noch zu wenig Substrat. Ich hätte gerne hier noch etwas mehr gefüllt, als es etwa hier hin geht. Hier in die Höhe. Ich tue jetzt hier gerade noch schnell von einer anderen Pflanze Substrat rein. Das mache ich vorher noch einmal nass machen. So. Also, und den Rest fülle ich noch einmal auf mit. Ich habe ja hier noch Orchideendünger, so Orchideensubstrat. Das ist auch sehr luftdurchlässig und wird nicht feucht, außer die Erde da drauf. Aber ich werde ja hier gar nie so viel Wasser drin machen. Also tue ich hier einfach mit dem Ceramis-Substrat den Rest oben, auf der doch Ideen ist, auffüllen. Schauen wir einmal. Da werde ich dann schön am Rand draussen immer hier. Ich muss Wasser reingießen. Da mache ich dann noch etwas, dass das Wasser hier nicht mit diesen Sachen in Verbindung kommt. Irgendwie so eine Röhrchen reinstecken. Da kann ich das Wasser hier auf der Seite beim Röhrchen reingießen. Und zwar, was hier nicht so toll ist, weil ja das eigentlich ja, Orchideenerden ist, also Substrat, wie auch immer. He? Und Orchideen man ja nicht allzu feucht halten tut. Kommt das hier nicht wirklich ideal angesagt, weil wenn man oben durch das nass haltet, ja, dann wird das so komisch wie ja, schimmelig, kann man nicht sagen, ja, sieht halt aus wie Schimmel. He. Da habe ich noch ein paar Steine angelegt, so wie die Wurzeln wachsen. He. Ja, das heisst, was habe ich gemacht und hoffe, dass es besser ist. Ich habe hier so ein Röhrchen genommen. Ich habe das zugeschnitten und unten den Boden weggenommen und dann sieht man, dass ich es schräg geschnitten habe. Dann kann ich hier Wasser reinlassen, dass das Wasser nur unten ist und so oben trocken bleibt. Dann kann man das einfach wieder zudecken mit etwas, wenn es einem optisch nicht gefällt. So, oder eben reingehen, wo man nicht sollte. Haha, muss ich es noch rausnehmen. Ja, gut. Das war es einmal so wie gewesen. Das funktioniert auch. Der geht einfach ganz runter, Drahtzeiger. Und was wir jetzt noch machen, ist mal das messen, dass wir vergleichen. Ich messe es jetzt einfach mal hier, wo es aus dem Boden rauskommt. Dass wir sehen, wie hoch die etwa ist. Gehen wir hier rauf. Und zwar hier, wo es neu rauswächst, sind wir jetzt bei 27 cm. Ja, das ist das riesige Blatt hier, das wir kennen schon. Dann schauen wir mal, wie das weitergeht mit dem Wachstum. Einen Monat später können wir hier feststellen, dass sie nicht gewachsen ist in der Höhe. Dafür bilden sich hier jenste Blättchen austrieben in alle Richtungen. Vielleicht, wenn man Glück hat, könnte das sein, dass sich hier oben noch mal anfangen verzweigen und mehr als ein Ast quasi bildet, oder? Erst hat da mal einen Stamm bekommen mit Blättern. Vielleicht, ja, knirsch, knarsch, vielleicht bildet sich ja hier mit der Zeit jetzt mehr als einer. He? Aber wir haben bis jetzt immer festgestellt, dass hier immer wieder ein paar abgestorben sind. Das war ja die erste gewesen, hier bei mir. Und die oberen Blätter, he? Sieht man, die haben sich auch schon ausgebildet, he? Sind ziemlich schön gewachsen.
sonst sind ja immer zwei gewachsen und jetzt. Ja. Jetzt sind einmal einisch drei Blätter gewachsen, hä? Auch schön. Dann werden wir doch einmal schauen, in welcher Höhe sie ist. Stellen wir sie da unten wieder, wo sie rauskommt, an. Wir hatten mittlerweile eine Höhe beim Blatt von ja, etwa 32, hä? 33, 32, so wie auch immer, ich sehe ja das auch. Das müssen wir immer festhalten. Wir haben hier oben gesehen, dass hier Blättchen sind. Und jetzt sieht man hier auch, dass er hier in die Höhe geht. Abgesehen von den Blättchen, die er hier macht. Ist er halt zum ersten Mal wieder, dass er etwas in die Höhe raufgeht. Hier sehen wir, dass die hier die Etagen weiter ausgebildet hat. Und von diesen ganzen Blättern sind alle gewachsen. Und eins sieht ein bisschen seltsam aus, wie angefressen. Ja, dann hat man hier 1, 2, 3, 4. Ups, das ist gerade abgefallen. Okay, das kommt nicht. 4, das wird womöglich vielleicht auch nicht kommen. Das wär's. Update. Heute.